Alle Jahre wieder geht es am 3. Oktober sportlich zu. Der Tag der Deutschen Einheit hat sich als Termin für ein besonderes Volleyballturnier, den Grips Cup, etabliert. Der Grips Cup Wittenberg wird organisiert vom VSB, Verein für soziale Projekte und Bildung e.V. und vom Gewerbeverein Wittenberg e.V. Es ist ein Benefiz-Volleyballturnier. Wir wollen mit dem Erlösen die beiden Wittenberger Gymnasium, das heißt das Luther-Melanchthon-Gymnasium und das Lukas-Kranach-Gymnasium hier in Wittenberg unterstützen. Insgesamt 10 Mannschaften haben zur 6. Auflage gemeldet, darunter Vereine wie der MTV, aber auch Resu Witt, Grün-Weiß-Integration oder die 5 lustigen 6. Und natürlich war auch in diesem Jahr ein Team des Lukas-Kranach-Gymnasiums vor Ort, das im Schulfinale die Mannschaft des Luther-Melanchthon-Gymnasiums herausforderte. Zu gewinnen gab es Pokale, die Wittenbergs Oberbürgermeister Eckhard Naumann sponsorte. Für die Schulteams ging es daneben aber auch um das Preisgeld, das für spezielle Projekte in den Gymnasien eingesetzt wird. Wir haben unterstützt, Jugend trainiert für Olympia. Wir haben des Weiteren eine Fahrt organisiert nach Braunschweig ins Feuilleton, sodass wir also hier verschiedene Dinge machen, die also im normalen Schulbetrieb oder durch normale Schulmittel leider nicht möglich sind, weil wir wollen durch dieses Projekt Talente fördern, Begabte fördern, Elitenförderung durchführen. Und so fieberten dann auch alle auf das Schulfinale hin, das ein wahrer Volleyball-Krimi werden sollte. 23:25 stand es nach dem ersten Satz für das Luther-Melanchthon-Gymnasium. Der zweite Satz ging mit 25:23 an das Lukas-Kranach. Schließlich musste der Tiebreak entscheiden, der ging an das LNG, doch Gewinner waren am Montag eigentlich alle. Schließlich gehen 2/3 des Preisgeldes an die Ersten, 1/3 an die Zweitplatzierten. Im nächsten Jahr gibt es beim 7. Grips Cup dann die Revanche zwischen den Gymnasien. Gewinner werden aber auch dann wieder beide Mannschaften sein.